Herzlich willkommen zu einem neuen Video von SimpleLifeStories.net mit mir, Monja und Angelika. Und heute zeigen wir euch, was man mit Washi-Tape alles so Schönes anstellen kann, gerade in der Vorweihnachtszeit. Gebastelt, die kann man hübsch für einen Traumfänger nehmen. Ich zeige euch gleich, wie das funktioniert. Wir haben hier ein paar Teelichtgläschen, die werden wir verschönern und als Adventskranz nehmen. Und wir haben eine Dose und die kann man ebenfalls schön mit Washi-Tape bekleben und hübsch machen. Ja, und jetzt lasst uns basteln. Also ich habe hier ganz viele verschiedene gold-weiße oder halt nur goldene Washi-Tapes und die wollte ich dafür nehmen und dann einfach mal gucken, wie das aussieht. Und dazu nehmen wir hier mal die Teelichtgläschen. Und auf eine Sache müsst ihr achten, wenn ihr diese hier nehmt, dann macht ihr das Licht weg sozusagen. Also wenn ihr eine Kerze reinstellt und die anmacht, dann scheint das mit diesem Washi-Tape einfach nicht mehr durch. Mit den anderen natürlich schon. Deswegen habe ich mir gedacht, wir reißen das einfach, oder? Was meinst du? Ja, also diese meinst du, nimm das Kerzenlicht weg. Genau, diese vier. Da scheint das nicht mehr durch. Ja, und diese hier. Ja, das ist unser Liebling. Ne? Gerade ja. Angekommen vom Planer war die Cap von der Bettina. Bettina, nochmal herzlichen Dank. Und das nehmen wir jetzt einfach mal für unsere Weihnachtsdeko. Oh ja, guck. Ja, das also kommt das, durch. Das scheint hier durch. Also wunderschön, ja. Und ich reiß das immer, damit das Ganze ein bisschen natürlicher aussieht. Und klebe das hier immer so auf die. Oh, ist das nicht mehr so schön? Also ich nehme nicht mal nicht das Anfangsbildchen. Und klebt das hier so drauf. Du kannst auch einfach selber ein Gläschen. Ja, ich will mal gucken, wie du das machst. Dann mache ich genau das Gegenteil. Toll, danke. Ja, aber auf jeden Fall habt ihr so mal Ideen, ja, wenn ihr genau das Gegenteil seht. Also, zeig mal. Das sieht ja so hübsch. Ja, ja. Also, und das machst du jetzt ganz rum? Genau, ich mache das jetzt einfach ganz rum. Wenn man dann Teelicht reinsetzt, schimmert das Licht schön durch. Ja, ich bin gespannt. Und ich mache das jetzt ganz anders, weil ich fange jetzt einfach mit dem Goldenen hier an. Ne? Ja, mach mal. So was Hübsches hinkriegen, dass ihr alle auch Ideen bekommt, was ihr damit alles Tolles für Weihnachten machen könnt. Ich nehme jetzt einfach mal so ein paar hier. Nicht zu viele verschiedene, denke ich mal, oder? Weil sonst wird das auch schnell einfach too much. Ich glaube, ne? Das ist doch egal, wie jedem so, wie einem das am besten gefällt. Ja, der eine mag so, der eine mag so. Ne? Das ist natürlich auch wieder wahr. Also macht einfach, wie ihr wollt. Ihr seht, ganz einfach. Wir geben ja einfach nur ein paar Anregungen, wie man es machen kann. Ich reiße auch nicht, ich schneide. Ne? Ja, bei dem ist es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schwieriger, da zu reißen. Dieses hier? Ja. Das Schöne ist ja auch, man kann es wieder abmachen, wenn es nicht so ganz toll geworden ist. Also wenn es nicht so... Es ist nicht so einfach. Wenn es rund ist. Ja. Ja, und dann ordentlich drum herum zu kleben, ist wahrscheinlich nicht so leicht. Ja, also ihr seht schon, es ist ein bisschen fummelig, aber es lohnt sich hoffentlich. Weil so ein Adventskranz hat garantiert niemand. Und ganz ehrlich, der ist super günstig herzustellen. Ich schätze mal, ihr alle habt schon irre viel Washi-Tape zu Hause liegen. Ja, wir zeigen ja auch, dass man nicht nur Washi-Tape nicht nur für die Planer nehmen kann, sondern wirklich für ganz viele andere Sachen. Alles, was man verschönern möchte eigentlich. Ne? Ja, also Washi-Tape ist da sehr vielfältig. Aber oder denke, hier mit diesem Stifterhalter. Hieraus machen wir einen Stifterhalter. Oder
Auch für Scheren zum Beispiel habe ich auch schon eins gemacht. Weißt du noch, dieses mit den Rot, ja, alles in Rottönen gehalten? Das habe ich auch schon mal hier gezeigt. Das ist, glaube ich, sogar in unserem Vorspann. Also, wenn ihr mal guckt. Ach ja, ja, genau. Habt ihr auch noch Ideen, was man alles so Schönes mit Washi-Tape machen kann? Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr es einfach hier unten in die Kommentare schreibt. Vielleicht habt ihr ja Lust, ein bisschen mit uns darüber nachzudenken, was wir noch... Wir werden da natürlich auch ein Video davon machen, wenn ihr Lust habt. Schreibt uns einfach. Gebt uns einen Kommentar. Erzählt uns, was ihr so mit Washi-Tape anstellt. Würde mich wirklich interessieren. Oder Fotos. Ja, auf unserer Website, ihr könnt uns eine E-Mail schicken. Und halt auch Fotos. Ich glaube, das mit dem Bund machen, das ist, das wird, also wenn man es mag, wenn es nicht so akkurat sein soll oder man macht noch irgendwas anders daraus. Also es wird einfach nicht, man kann es nicht rund dran kleben. Also mache ich das wieder ab und reiße auf. Ne? Geht nicht anders. Ist ja, weil ich weiß nicht warum. Ist zu starr. Das ist ja ein bisschen starr. Wobei das ist ja ganz toll, dieses Gold. Ja, aber ich denke mal, das ist ein bisschen starr, um das. Ja, aber ich habe doch diese Box, also diese Dose auch damals rund gemacht. Mit anderem Washi-Tape. Ja, das natürlich. Ist ja so ein ganz dünnes. Also ihr seht, ich bin jetzt eigentlich fertig. Ich denke mal, wenn ich das anmache, wird das richtig schön aussehen. Ja, wenn ihr einfach so, wir machen das gleich mal an und machen ein Foto davon ans Video dran, dann könnt ihr mal gucken, wie das aussieht. Schön. Schauen wir mal. Ja, oder hier mal so ganz einfach, nur so ein paar. Willst du noch was draufkleben? Oder nee, eigentlich nicht. Mal so lassen, ne? So. Ja. Ja, also ihr könnt da einfach ganz verschiedene Sachen mitmachen. Das soll ja jetzt auch noch auf einem großen Tablett oder dieses schwarze, genau, was wir da haben. Und dann wird das ja mit Tannenzweigen und alles dekoriert. Deswegen denke ich, das ist doch, warum immer große Kerzen für einen Adventskranz? Muss doch nicht. Nee, eben, man kann ja auch dann immer wieder austauschen. Also ne, genau. gerade in der dunklen Jahreszeit hat man ja eigentlich immer seine Kerzchen an. Und dann ist das perfekt, wenn ich immer wieder einfach neue Kerzen da reinmachen kann. Wir machen mal fast forward einfach, um damit ihr nicht jetzt stundenlang uns dabei zusehen müsst, wie wir die Gläschen bekleben. Das kommt dann ja später. Ne? Also wir zeigen euch später, was fertig daraus geworden ist. Wir machen gleich weiter mit unserer Dose hier. Markus hier schneiden und wir kleben jetzt eben die Gläschen zu Ende, damit wir da Fotos von machen können. Mhm. Du kannst auf jeden Fall nicht rund gehen. Nee. Rund ist schlecht. Du musst also so gehen oder reißen. Weiß Markus hoffentlich, dass er hier schneiden muss und dann... Ja gut, mehr als sagen kann es ja nicht, ne? Ruhig wieder ins Video rein, weil wenn er das einfach schneller ablaufen lässt. Jetzt? Ja. Nimmst du denn jetzt auf? Ja, sicher nehme ich auf. Das finde ich auch hübsch. Ja. Ganz einfach, ganz, ganz einfach gemacht, ne? Ja. Also ein Feuerzeug hier. Ja. Warum auch? Machen wir gleich. Wir machen gleich Fotos davon. Und die kann er dann hier einfügen. Soll ich den schon mal anfangen? Nee, warte, dann muss ich gleich erstmal wieder Einleitung geben. Jetzt stellen wir die einfach hier zur Seite. So, jetzt geht es weiter mit der Dose. Jetzt werden wir einfach mal hier Washi-Tape drum machen. Dann könnt ihr euch anschauen, wie das aussieht. Genau. Und zwar nehmen wir dafür kein Weihnachten.
also keine Weihnachts-Washi-Tapes, sondern eins mit einem Maßband, weil das ist sozusagen eine private Bestellung gewesen. Ja, für unseren Hausmeister, ja. Genau. Der Hausmeister, der möchte gerne für seine Werkstatt das haben. Also ihr seht durchaus auch Männer oder ein paar vielleicht sind dafür interessiert. Durchaus. Der Markus wollte uns auch schon hier Sachen streitig machen. Also so ganz auf jeden Fall. Ich meine auch. Ich muss mal eben den Anfang machen. Und dann versuche ich wieder rüber zu kommen. Ja, ich fange, glaube ich, mal oben an. Also es ist ein bisschen knibbelig, weil die Rundung da ist. Bei den Gläschen ging es gar nicht so gut. Bei dem geht es schon eher, ne? Einfach, ja. weil das nicht so starr ist, das Washi-Tape. Also auch da müsst ihr schon mal drauf achten. Je nach Projekt, was ihr vorhabt, müsst ihr das Washi-Tape dafür auswählen. Oder wenn ihr Washi-Tape kauft, dann überlegt euch vorher, ob ihr das dafür auch verwenden könnt. Ich denke mal, du machst das jetzt alles erstmal rundherum. Ja, genau. Und hinterher nochmal kreuz und quer drüber, weil ist ja ein Maßband, ne? Kann man ja nochmal. Wie kreuz und quer drüber? Nicht? Hast du nicht vor? Nein. Wenn das jetzt hier fertig ist, dann einfach nochmal hier so einen drüber? Oder? Ach, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Wir schauen mal. Bis gleich. Ja, und ich fange nochmal an. Im letzten Teil wollen wir euch nochmal eine dritte Idee geben. Das sind nämlich hier so Federn. Die kann man prima für einen Traumfänger nehmen. Ihr könnt aber auch nicht Federn nehmen, weil wir ja bald Weihnachten haben, könnt ihr auch einfach Sterne machen. Und ich werde jetzt einfach mal so einen Stern hier raus machen. Und dann könnt ihr euch den mal anschauen. Ich habe hier zweimal dasselbe Washi-Tape genommen, aber da geht das natürlich auch anders. Und dann könnt ihr euch das ins Fenster hängen und habt eine schöne Weihnachtsdeko. Das lege ich jetzt mal einfach weg. Wann hast du denn Sterne gemacht? Nee, noch nicht. Jetzt mache ich Sterne. Ah, kannst du das? Weißt du, wie das geht? Ja, sicher. Aha. Also wir nehmen einfach, ich mache mal kleine Sterne, ne? Also wir nehmen einfach hier so Washi-Tape, legen das hin. Ist ein bisschen knibbelig, weil das ja immer so auf dem Rücken liegen muss, sozusagen. Und ich klebe das hier immer so dran, ja? Damit ich eine etwas größere Fläche bekomme hier. Das geht auf jeden Fall sehr schnell mit der Dose und mit diesem Washi-Tape. Das ist genial dafür. Ja, schau mal. Schaut mal, eben, während ich mich hier mit den Sternen abmühe. Ja, ich mache das also nicht so, dass alle Zahlen untereinander kommen. Das muss ja nicht so aussehen, das muss ja nicht so gestochen akkurat aussehen. Ich mache das einfach durcheinander, ne? Ja. Ich finde es gar nicht schlimm, also im Gegenteil. Ist halt Handmade, ne? Also Handmade ist ganz wichtig, weil das ist einfach eine schöne persönliche Sache. Ja. Das ist übrigens eine ganz einfache Dose. Und zwar waren da Erbsen und Möhren drin, soviel ich mich erinnern kann. Oder auch Champignons, ich weiß es nicht genau. Einfach man braucht nur eine Dose mit einem Deckel, die man ganz abmachen kann, damit hier oben kein scharfer Rand ist. Sonst könnte man sich schnell verletzen. Du kannst natürlich auch ein Gläschen nehmen, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Kann geht auch. Dose sein, kann auch. Je nachdem, sein. Wenn es nicht unbedingt für die Werkstatt ist. Genau. So, jetzt habe ich hier schon mal. Ja, vielleicht mache ich es noch ein bisschen breiter. Und dann schneiden wir einfach eine Sternform daraus. Zunächst einmal packe ich da jetzt ein Stück Faden hin. Das ist der Faden hier. Damit man das auch später ans Fenster hängen kann. Ihr könnt natürlich auch einfach gar nichts reinpacken und das später dafür, also das irgendwie dazulegen. Ne? Also, man kann das doch auch ans Fenster kleben. Kann man auch, ja, natürlich. Ich versuche es jetzt einfach mal per Hand. Ihr könnt es natürlich viel schöner machen oder akkurater, aber ich mache es jetzt mal einfach so, dass wir irgendwelche so ein Sternchen da rausschneiden. Kannst du mir das mal bitte abschneiden? Ah, so verschwenderisch. Entschuldigung.
Ja. Seht ihr, müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil, wenn das hängen bleibt, ist das nicht so ganz so einfach zu lösen, weil das ja alles noch nicht richtig fest ist. Ja? Es geht also sehr schnell, ne? Wie man sieht. Mhm. Du auf einen Millimeter. Gerade hast du gesagt, ich war verschwenderisch. Also. Auf einen Millimeter hast du das jetzt abgeschnitten. Wie man es macht, macht man es. War ja nicht ganz falsch, nur ein bisschen falsch. Ja, ich habe auf jeden Fall mein Projekt gleich fertig. Ja, dann könnt ihr alle mal gucken. Drei Projekte in einem Video. Nicht die. Hier bitte, hier. Ja, da ja. Ist das genehmigt? Ja, okay. Ja, guck. Ich kann natürlich, so wie du gesagt hast, jetzt noch was so irgendwie, aber warum? Ich finde das doch sehr schön so. Guck mal. Ja. Ist das nicht hübsch? Sieht sehr schön aus. Unser Jürgen wird sich freuen, weil der hatte die schon vor etlichen Wochen als Bestellung aufgegeben und irgendwie haben wir das immer wieder verschwitzt, aber ich glaube, das wird ihm gefallen. Das sieht wirklich hübsch aus. Ja, mein Stern, ihr seht schon, der missglückt gerade ein bisschen, weil ich... Warum? Ja, weil ich das nicht so richtig... Soll ich das festhalten? Also es wäre besser gewesen, wenn ich eine Schablone gehabt hätte, weil so schneiden ist ziemlich schwierig, aber ihr kriegt die Idee, wie das Ganze funktioniert. Also ah ja. Abnehmen. Ja. Ah ja, ist eine verunglückte Stelle. Aber spielt jetzt auch gar keine Rolle, weil eigentlich geht es nur darum, euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, dass ihr das Washi-Tape ein bisschen breiter macht und aus dem breiteren Washi-Tape durchaus so Formen schneiden könnt. Ja. Ich versuche den jetzt mal noch ein bisschen hübsch zu machen. Also ihr seht, mein Stern ist wirklich sehr seltsam. Ich finde den eigentlich sehr schön. Ist mal was anderes, ne? Also ein seltsamer Stern. Wie sagst du so schön, das ist ja immer Handarbeit. Ja. Aber deswegen soll es ja trotzdem noch nach einem Stern aussehen. Ja, ich lasse es jetzt einfach mal so. Also ihr kriegt die Idee. Also, jetzt kann man auf der anderen Seite, ein sehr seltsamer Stern, also auf der anderen Seite, ich nehme jetzt mal dieses super schöne Washi-Tape von der Bettina. Und klebt das dagegen. Ich verwerte das gerade mal, ja? Toll. Guck mal. Okay, dafür nehme ich natürlich jetzt das Licht weg. Toll. Hier deine Schnippelchen von dem missglückten Stern. Siehst du? Mhm. Doch ganz hübsch, wenn ich das jetzt weitermache. Sieht doch gut aus, oder nicht? Oder nicht? Ja, wir werden sehen, ne? Ich bin ja kein Hellseher. Oder doch? Ich probiere es mal, ne? Kann ich die anderen Schnippel aufhaben? Hm. Was machst du jetzt? Die Gegenseite bekleben. Ah. Ja, und jetzt schneide ich das nochmal ab und dann... Sollte das, was vielleicht ein Stern ist, fertig sein? Danke, danke, danke. Ich kann das hier alles noch irgendwie verwerten. Ist auch zu schade, ne? Oder? Ja, gerade so abgerissene kleine Schnippelchen, ne? Die kann man dann auch da
aufkleben. Mhm. Dann gibt der ganzen Sache wieder ein neues Gesicht. Ja, auf jeden Fall. Ich hätte mich wahrscheinlich besser einfach an meine Feder halten sollen. Was für eine Feder? Ach so, die gemachte schon. Weißt du, dass ein Stern ausschneiden so aus der Hand gar nicht so einfach ist? Tja. Wie man sieht? Wie man sieht, ja. Man könnte das ja auch auf einem Stück Pappe vorher einen Stern aufzeichnen. Ja, das wäre besser gewesen. Und dann Washi-Tape. Und den dann mit Washi-Tape bekleben. Dann ja. Brauchst du auch nicht mehr so viel zu schneiden oder nur noch die Ecken ausschneiden. Ja, vor allem, man kann es dann ja wieder rausnehmen. Also man hat einen Stern aus Pappe. Ich mache da einfach nochmal ein neues Video von. Ich wollte, dass ihr jetzt die Idee bekommt, wie das Ganze funktionieren könnte. Tut es aber nicht wenig. Also das ist Mist. Die Federn waren da wesentlich besser. Also es war genau dasselbe. Ich habe einfach 3 Washi-Tapes nebeneinander gelegt, den Faden da drauf und dann wieder Washi-Tape drauf und das dann in Schnippel geschnitten. Das war wesentlich leichter, vor allen Dingen hier aus der Hand zu machen. Da mit dem Stern, der ist ein bisschen schwierig, habe ich schon ad acta gelegt. Ich zeige euch in einem neuen Video nochmal, wie es besser funktioniert. Nämlich eben mit einem Stück Pappe schön vorher ausgeschnitten, dann Washi-Tape drüber, die Pappe wieder abziehen und dann Washi-Tape dagegen kleben. Wird besser funktionieren, zeige ich euch. Mir ging es jetzt darum, dass ihr versteht, dass ihr, oder dass ich euch die Idee gebe letztendlich, dass man ganz verschiedene Formen hier ausschneiden kann. Ja. Und was man alles dann mit Washi-Tape noch machen kann, außer für den Planer das genau, zu benutzen. Genau, nicht nur für den Planer, ja. Auch dafür ist der Planer Buddy Club gut. Ihr könnt einfach basteln, ne? Einfach ein bisschen Spaß haben. Verschiedene Sachen herstellen, ja. Also die Dose, hier der Adventskalender. Falls ihr trotz meines missglückten Sterns das Video gar nicht so schlecht fandet, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und ich freue mich darauf, euch auf SimpleLifeStories.net begrüßen zu dürfen. Und ja, erzählt uns in euren Kommentaren von euren missglückten Projekten. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.